Hi, ich bin Mr. GameStop und ich lasse mir jetzt die Haare schneiden. Lasst uns aber von vorne anfangen. Rage habe ich das erste Mal auf der E3 gespielt, 2018. Und ich war weggeblasen von dem Spiel. Und als ich erfahren habe, dass Bethesda ein Event in Essen plant, im GameStop dort, und die einfach den Leuten die Haare schneiden, so wie sie wollen, aber dafür Rage 2 verschenken, da musste ich hin. Hier habe ich einen der ersten Mutigen, muss man ja sagen, die sich hier die Haare schneiden lassen. Was ist das Schlimmste, was passiert? Das Schlimmste, was passiert? Wenn es so ein ganz komischer Halbschnitt wird, so also auf der Hälfte. Einfach weg, ne? Ich sag mal, ich kann mit Kino ab, ich kann vieles ab, also ich bin da relativ offen für alles. Hast du die Bilder auf Instagram gesehen, wie ein paar davon schon aussehen? Einige habe ich schon gesehen. Je nachdem, wie du rausgehst, mache ich das auch. Trau dich, auf jeden Fall. Also, ja? Ich sag mal, ich hatte jetzt nicht viel zu verlieren, meine Frisur war so ein bisschen missraten, die letzten Friseur. Wünsche dir ganz viel Glück, ne? Halt's aus. Das da ist übrigens die Schlange für das saftige Gnu, das heute hier mit uns dabei ist, um Raid abzufeiern. Das dauert noch, bis sie kommt. Das heißt, die Schlange wird da hinten noch viel größer. Ich guck mal nach, ob ich sie nachher auch noch für ein kurzes Interview vor die Linse kriege. Wir beide haben uns jetzt gerade die Instagram-Bilder angesehen, die von all den Teilnehmern online sind, die sich die Haare schneiden lassen haben. Du hast ein bisschen gestutzt, als du ein paar Bilder gesehen hast. Ja, definitiv. Also das war ja schon ziemlich heftig, was da Leute mit sich angestellt haben. Ja. Was wäre das Schlimmste, was dir persönlich passieren kann? Dass man in mir komplett, also vorne die Haare noch hat, hinten noch Haare hat, aber einmal so einen Querstreifen durch, wo man keine Haare mehr hat in der Mitte. Welche Farben werden okay und welche nicht? Alle Farben sind okay. Was am liebsten? Blau, tatsächlich. Blau? Ja, okay, ich hätte dann, also wenn ich das auch noch mache, ich weiß nicht, ob ich mich traue, aber wenn ich das mache, nehme ich auf jeden Fall pink. Pink ist auch okay, ne? Hammer, also, oder? Du bist als nächstes dran, glaube ich, oder? Ja, definitiv. Ich bin gespannt, wie du danach aussiehst. Ich freue mich schon. Ich auch. So. Mach es bitte nicht zu heftig, ja? Ist die Angst jetzt größer? Übel, ja. Ist schon krass, ja. Und wir müssen ja auch irgendwas reinrasieren in den Kopf. So da. Oh nein, oh Gott. Oh, das wäre aber witzig. Einfach komplett einmal rum. Nein? Nein. Oder die beste Idee, wir machen nur das Anarchistenzeichen. Das heißt, sonst keine Haare, nur das Anarchistenzeichen. Das ist auch keine gute Idee. Guck mal, er freut sich schon. Nein, er das ist das keine super. Gute Idee. Okay, hast du nicht von mir gehört? Wäre ja richtig schlimm, wenn er das jetzt machen würde. Ja, das wäre richtig schlimm. Ich bin echt beeindruckt. Ich hätte fast gesagt, verunstalten lassen, aber was die Leute hier für Frisuren kriegen, ist total Wahnsinn. Mittlerweile habe ich echt Schiss, mich da auch noch hinzusetzen. Meinst du, ich soll das machen? Du auch? Ja, auf jeden Fall. Okay. Da im Hintergrund seht ihr übrigens schon die ganzen Fans von dem saftigen Gnu. Ich bin gespannt. Die müsste eigentlich auch bald auftauchen, ne? Das saftige Gnu kommt auch bald, ne? Ich hoffe, ich kriege ein Fan-Interview von ihr. Oder so ein Autogramm, weißt du, einfach mal auf den Arm geschrieben oder auf den Oberkörper oder tiefer, irgendwie. Weil ich mich selbst nicht dazu durchringen konnte, mich einfach auf den Stuhl zu setzen, darum habe ich euch bei Instagram abstimmen lassen, ob ich mir ebenfalls eine Rage 2 Frisur machen soll. Übrigens vielen Dank an die 5%, die meine unglaublich geile Frisur retten wollten. Und natürlich konnte es nicht anders sein, in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe, um mich da umfrisieren zu lassen, tauchte das saftige Gnu auf. The roots of the
das, was sie mir angetan hat. Spieglein, Spieglein an der Wand. Hat er da? Er ist die Queen im Boah, jetzt dachte ich ganz kurz, er hätte hier so reinrasiert. Weißt du, so zack, ja, hab ich zack. Hab ich doch gesagt. Wie sieht's hinten aus? Ist da irgendwo ein Loch? Aber die Farben sind krass, ne? Ach, die Leine, das ist... Ja, jetzt habe ich mir gerade die Haare schick machen lassen. Man sieht ja, ne, also schon ein geiles Profil, aber dadurch habe ich das Gnu verpasst. Ich habe aber gerade erfahren, wo sie gerade ist und ich fahre jetzt für euch einmal kurz dahin und hoffe, dass ich ein bisschen mit ihr quatschen kann. Mal schauen. Das hier ist der junge Mann, der erfahren hat, wo sie ist und ich fühle mich ein bisschen wie ein Stalker und die Leute gucken mich auch irgendwie, ja, ich will nicht sagen komisch an, aber irgendwas muss anders an mir sein, dass die Leute... ein bisschen mehr auf mich gucken. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich aber auch nicht. Ne? Die Haare sind Standard, würde ich sagen, oder? Deine richtig Standard. Aber deine sind Hammer. Richtig, richtig gut. Aber er hat auch das viel schönere Haar. Er hat so richtig dicke Männerhaare. Während ich so, weißt du, wie so eine Oma, Stroh auf dem Kopf. Da ist sie. Das ist sie. Ja, und wir schauen jetzt mal nach, ob sie Lust hat, mit uns zu quatschen. Ja, genug. So. Okay. Mein neues Thumbnail, das wäre nice. Du hattest heute viel zu tun. Ich habe dich da, keine Ahnung, hunderte von Menschen, ja, ich sag mal, in den Arm nehmen sehen. Wie ist das so für dich? Eigentlich schön, weil man auch mal die Leute sieht und auch wirklich sieht, wer einen unterstützt. Mir persönlich macht es immer sehr viel Spaß. Aber wenn man halt dann auch gerade wie vorhin Zeitdruck hat und man denkt sich, die stehen da jetzt vielleicht 3 Stunden und du kannst denen halt nicht gerecht werden, dann heißt es nur ein Foto oder nur eine Autogrammkarte. Also man ist ja schon fast, also du bist ja theoretisch ein Star der Neuzeit, ne? Also früher, ja, das ist so, früher standen sie an für, sag mal was, Mariah Carey. Julie. Ja, oder die, meinetwegen auch. Ja. Aber für die standen sie halt an, ja. Und mittlerweile ist das komplett gewechselt. Ja, für mich sind Stars auch was anderes, aber in der heutigen Zeit kann jeder halt irgendwie, deswegen gibt es ja auch Instagram, YouTube und Co., weil jeder hat die Möglichkeit, ein Star zu sein. Ja. Man ist sich halt einfach näher, also gerade wenn man Instagram hat, wenn man dir da folgt, du machst da ja so viel, beantwortest sehr interessante Fragen, ja, kann mich zum Beispiel daran erinnern, du wurdest gefragt, wie bist du geboren? Und da hast du geschrieben, weißt du das noch? Arschgeburt. Ja. Was auch für eine Frage. Ich hab's geliebt, ehrlich, es war so geil. Aber ich habe jetzt noch eine wichtige Frage. Siehst du den großen Unterschied zwischen uns beiden? Ja, deine Haare, du hast es echt getan. Ja. Ich bin echt stolz auf dich, und zwar für Rage. Warum hast du es nicht getan? Weil ich zu lange brauche, um die wachsen. Nein, das wäre aber auch nicht gewesen. Ja, das hätte ich gemacht. Aber hättest du ja färben können. So, ja, das hätte ich auch gemacht, ich habe keine Zeit. Also, ihr müsst euch das vorstellen, sie stand da und sie kam an. In dem Moment ist die Menschenmenge ausgerastet. Das ist so, als wenn man so eine Gnu-Herde aufscheucht. Es war echt eine Gnu-Herde. Also das war echt Wahnsinn. Auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben für dich, dass du das mit den Haaren gemacht hast. Und ja, es ist immer cool, dich wieder zu sehen. Ja, wir machen viel zu wenig, ne? Ja. Aber irgendwann machen wir mal was, oder? Ja. Das wäre auf jeden Fall Hammer. Ja. Ja. Vielen Dank. Genieß deine Zeit und tschüss. Ja, das war das Rage 2 Event hier in Essen. Ich hatte total geile Zeit. Es ist krass, was die Leute hier aufgebaut haben. Da hinten können die Leute zocken und natürlich der Barbier, der hier sich um die geilen Typen gekümmert hat. Ihr seht, da hinten wird noch ordentlich Party gemacht. Vielen Dank an die ganze Crew, dass ich hier bei sein durfte. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst einen Kommentar da, aktiviert die Glocke. Was habe ich vergessen? Like das Video. Ah. Like das Video natürlich auch. Nächste Woche geht's weiter. Das war's erstmal von mir. Bis dann. Ciao.